Super. Sobald ich wieder atmen kann, werde ich dich fragen, ob du heute mit mir etwas reden möchtest. Aber das kann ich nicht weiterlassen. So läuft es immer. Die Dinge brauchen ihre Zeit, Mann. Aber warum immer nur bei mir? Wieso? Nein, bei mir auch. Das sind schon zwei von ein paar Milliarden Menschen. Super. Ich fühle mich in guter Gesellschaft, aber nicht in großer. Also, das ist so auszudrücken. Vielleicht ist das Problem der Menschheit. Wir suchen die große Gesellschaft statt die gute. Uff, nicht leicht. Wieso lachst du so? Wenn ich offiziell mit deinem Slogan angeben darf, shake it till you can. Ich bin farblos. Ich habe einfach einen Satz raus, labe mich an einer Sekunde Stille. Same business as usual. Und ja, tatsächlich, in einer halben Minute bin ich soweit, hier Struktur reinzugehen. Ich wollte dich fragen, ob du irgendwas geplant hast oder ob wir so weitermachen. Ich habe ein paar Fragen notiert, das geht natürlich auch, aber ich bin gerade sehr nützlich fühlen. Und ich unterstütze dich gern bei diesem Projekt. Ja, Sonja, stell gut auf meine Fragen. weißt du, ich glaube, dieses Hin und Her zu dem, auf welchen Ebene und in welchen Formaten wir beide uns austauschen oder auch kennenlernen einfach und zusammenarbeiten und zusammen forschen und nicht zusammen forschen und so weiter und so weiter, das ging ja immer schon so hin und her, seitdem wir uns kennen und geht jetzt eigentlich schon Jahre so. Das zu dem Ding, dass nur die Dinge ihre Zeit brauchen. Und ich habe viele tolle Aufhänger in dem Sinne für mich toll und auch in dem Sinne, wie wundervoll, mich mit dir zu Themen zu verabreden, wo ich immer das Gefühl habe, schau, über Ekstase oder über Orgasmen wollen vielleicht viele reden und reden vielleicht auch viele. Und gleichzeitig ist ja zum Beispiel mein Leiden an Sprache so, dass Sprache sagt, ich transportiere es, ich baue die Brücke, ich kriege die Message rüber. Und gleichzeitig ist es Sprache, die es verbaut. Und es ist so tragisch, mich entscheiden zu müssen zwischen zwei Ebenen, die beide nicht funktionieren. Das eine ist Sprachlosigkeit und das ist die Kultur, aus der wir kommen. Und das andere ist Sprache und das ist die Kultur, aus der wir kommen. Und beides am Ende des Tages kann dazu führen, dass ich oder du oder andere sich entweder alleine fühlen oder alleine falsch und so weiter, ganzer Rattenschwanz aus individuellen Versuchen, etwas zu verarbeiten, was man gar nicht verarbeiten kann. Alleine zu sein mit Lebendigkeit ist für Herdentiere nicht verkraftbar und wird es auch nie sein. Oder wir reden drüber und sind danach frustrierter als vorher. Und mich fasziniert, Sprache zu suchen und einzufordern für etwas, was nachdrücklich nicht Sprache ist, aber sich in dem Schweigen definitiv auch nicht lebendig fühlt. Denn dieses Totschweigen wiederum ist, also das ist auf jeden Fall ein Traumasymptom. Und ich glaube, da gibt es in dem auch, wie verbal du bist und wie vokal und wie räumlich einfach auch deine Stimme und dein Ausdruck und deine Energie ist, gibt es ganz viele Felder von Resonanz und in dem Sinn auch super gerne entlang deiner Fragen. Aber dieses, ich erlebe das, wer auch immer jetzt die Bälle von Fragen reinspielt, das Feld, was vibriert, darf nicht meins sein und es darf nicht deins sein. Es muss dazwischen sein. Es muss vibrieren zwischen den Welten. Alles andere ist waste of time. Ja. Also, nach dem, wie ich es erleben würde. Ja. Weil jetzt eine Solo-Woman-Show Ilan, also spätestens das wäre für mich langweilig. Solo-Woman-Show Sonja, sehr gerne. Das ist vielleicht auch nicht das Thema, dem wir lauschen wollen. Ich glaube, das ist, was ich mit Worten lauschen, ist vielleicht das, was nicht totschweigt und was nicht plappert.
Hast du gehört, wie toll meine Orgasmen sind? Hör bitte weg, wenn ich jemals es nötig habe, dir sowas um die Ohren zu hauen. Also dieses in Worten lauschen, das ist die Energiekultur, der ich mich näher fühle, seit ich dich kenne. Wow. Voll schön. Also ja, genau. Ich kenne dich genau so. Ich kenne dich eigentlich von Anfang an genauso, dass du mit Worten lauscht. Aber es ist schön, dass du dich dass du das in mir sozusagen auch wie gespiegelt siehst, ein bisschen. So habe ich das jetzt gerade gehört. Ja. Ja. Warte mal, ich mache die Kamera hier so. Darf ich dich was fragen? Ja, sehr gerne. Wie ist das für dich mit den Worten Ekstase und Orgasmus? Das würde ich gerne noch mal mehr verstehen. Wann benutzt du das eine und wann das andere? Oder so, kannst du mir was zu den zwei Worten erzählen? Ich glaube, das Wort Orgasmus, ich würde sagen, da bin ich ein bisschen drauf reingefallen oder das kommt ein bisschen aus meiner Vergangenheit, / aus meiner Kultur, Kultivierung. Was ich damit ausdrücken möchte, es kommt ein bisschen auch aus einer Zeit, als ich mich mit Lebendigkeit oder Lust beschäftigt habe, ganz klar auch unter dem Vorzeichen von Ego, von Selbstbild, von du weißt so gut, wie sehr ich auch aus sexuellem Trauma und sexueller Wunde komme. Und es ist eine ganz, finde ich, liebenswerte, aber auch ganz typische und irgendwie auch ganz verzweifelte Strategie, dann umso besser in diesen Worten jonglieren zu wollen, zu können und so weiter. Und das Wort Orgasmus war immer irgendwie auch so dieses Griffige, dieser Moment, dieses Ding, was, als ich mich dann anfing mit Tantra zu beschäftigen, was sich dann irgendwie zeitlich ausweiten soll und es soll sich auch räumlich ausweiten, soll dann ja auch gar nicht mehr nur in der Klitoris stattfinden, sondern spätestens auch mindestens in der Vagina und dann auch am besten im gesamten Nervensystem und dann am besten im gesamten Kosmos und so weiter. Also es war so ein bisschen wie, der Himmel ist offen, aber offenbar ist er nicht meiner. So, und ich habe mich in einer unterbewussten energetischen Frustriertheit mit Orgasmen und aber auch noch unterbewusster mit dem Konzept Orgasmus, da wie dran, ich habe mich daran festgebissen. Ich war so ein bisschen wie, dann übe ich das jetzt, dann mache ich das jetzt, dann erforsche ich das jetzt. Und dieses dran festbeißen in sich hat eine Qualität von Aggression, hat etwas von, dann brenne ich hier mehr und mehr weg, nicht meine eigenen Körperpanzer gegen den Ganzkörperorgasmus, dann brenne ich hier mehr weg, was diese kulturelle Einengung, was dieses kulturelle Wortorgasmus überhaupt an unorgasmischen Dingen in unsere Orgasmen reinpackt. Also es gab was wie diese Aggression, löst mehr auf, die wird wütender, die greift auf einer anderen Ebene an. Die greift nicht da an, wo das jetzt auch in meine Schultern soll mit dem Orgasmus, die greift dort an, wo ich denke, wann haben wir angefangen zwischen Orgasmus und Nicht-Orgasmus zu unterscheiden? Kann mir mal bitte jemand sagen, wann? Kann mir mal bitte jemand sagen, warum meine ekstatischeren, orgasmischeren Zustände beim Tanzen vielleicht passieren statt beim Sex? Also hat hier jemand in der Sprache Space für mein Erleben kreiert? Oder hat hier jeder in der Sprache mal wieder nur Raum kreiert für mich, die ich versuche richtig zu sein, weil ich mich falsch fühle? Und in diesem Verbrennen verbrannte auch ein bisschen meine Überzeugung, über Orgasmen zu sprechen, ist so nützlich. Denn Orgasmus ist ein extrem promoteter Begriff. Wenn wir über Orgasmen reden, haben alle ihre Orgasmen im Kopf. Und weißt du, was das Tragische ist an unseren Orgasmen? Wir halten an ihnen fest. Unter anderem deshalb als dem richtigen Orgasmus, weil wir lernen, als orgasmisches Wesen falsch zu sein. Das heißt, wenn ich dir zuhöre, wie du das Wort Orgasmus verwendest, dann bin ich entweder auf der Seite, auf der ich dich so filtern werde, dass du mir nur Sachen über Orgasmus sagst, die meine Orgasmen bestätigen,
weil ich mich grundfalsch fühle, mhm, als grundorgasmisches Wesen, das ich aber leider bin, also habe ich ein Dilemma in mir drin. Oder ich höre dir so zu, dass ich akzeptiere, dass du die Orgasmus-Queen bist und ich ein Stück Scheiße. Mhm. Mit anderen Worten, ich glaube, in dem Wort Orgasmus liegt so viel unorgasmische, traumatisierende, traumatisierte Gewalt, dass ich dadurch eigentlich versuche, aufzuhören, das Wort Orgasmus zu verwenden. Mhm. Das ist wie, ich habe das ganze Ding runtergebrannt. Mhm. Und das Wort Ekstase kam wie auf so einem anderen Flügel in mein Leben oder wie in so einem anderen, wie beschreibe ich das jetzt? Wie beschreibe ich Körperlichkeit? Wie beschreibe ich Bewegung? Wie beschreibe ich Kribbeln? Wie beschreibe ich Dinge, die man vielleicht als Kundalini-Phänomene beschreiben würde? Aber es gab was wie, wenn ich jetzt mit Worten lausche, statt nur ohne Worte, dann ist es Ekstase. Mhm. Und sobald dann mein Mind sagen wollte, ja, wo ist jetzt die Ekstase? Ja, was jetzt? Also ist es jetzt eine genitale Ekstase oder ist es jetzt eine Tanzekstase oder was? Und ich war immer so, ich weiß es nicht, aber das hier, Sonja, ist Ekstase. Das hier ist Ekstase. Und wenn ich das jetzt nicht als Ekstase erlebe, tue ich etwas, um es nicht als Ekstase zu erleben. Mhm. Es gibt was, wo Ekstase das Material, aus dem Leben gewoben ist, für mich greifbar machte in einer Sprache, die lauscht. Und da drin habe ich Orgasmus wiedergefunden als unsere kulturell erlaubte, sogar kulturell gehypte Stippvisite von Ekstase. Mhm. Aber Orgasmus ist nicht das Ende, sondern ein Anfang. Mhm. Orgasmus ist das, wie auch immer wir Orgasmus erleben, aber Orgasmus ist wie, weißt du, ich sehe es so wie das Material von Leben ist, dieses unsterblich, unermesslich offene Feld aus, Baby, du hast Möglichkeiten, du wirst nie entlassen, du bist frei, friss oder stirb, schwimm oder tauch, krepier oder leb. Die Ekstase hat einen guten Tag, wenn du ihn nicht hast, besuch mich, ich bin da. Es ist dieses Feld, was gewoben ist aus Alignment, aus zurückfallen in nicht kämpfen müssen gegen Realität und dadurch erleben, wie wundervoll Realität ist. Und Orgasmus ist wie, presst sich aus unserer Bewusstseins- und Energiedepression heraus, heraus, heraus nach oben und dann beult es sich rein und dann taucht es auf. Dann ist es wie, Orgasmus ist wie der Moment, wo wir uns durch Lust oder was auch immer wie so da rein gehoben haben und plötzlich im offenen Raum stehen. Und dann aber wie akzeptieren, glauben akzeptieren zu müssen, dass das eine Öffnung ist, wie ein Urlaub von der Realität. Das Gegenteil ist der Fall. Der Nicht-Orgasmus ist der Urlaub von der Realität. Dummerweise ein Urlaub in unserer menschlichen Verfasstheit, um jetzt kein härteres Wort zu verwenden. Aber ohne Orgasmus sind wir off. Ohne Orgasmus sind wir off. Und wenn wir alle die meiste Zeit ohne Orgasmus sind, dann sind wir halt alle die meiste Zeit off. Und das noch als letztes, als ich dich kennengelernt habe, habe ich, glaube ich, zum ersten Mal erlebt, ohne dass ich das in diesem Jahrestraining, das wir miteinander verbracht haben, besonders irgendwie reingegeben hätte oder ohne dass ich das besonders angefragt hätte. Ich habe das erst mal erlebt, dass mir jemand, nämlich du, gegenüber sitzt und über die Last von Einsicht in Ekstase redet. Über die Bürde. Über die nüchterne, grausame Art von... Es ist wie, wenn man Ekstase kennt, kann man dummerweise nicht mehr vergessen, dass man sie kennt. Sie sagt, ich öffne dir gerne die Augen, aber weißt du was, Süße, die bleiben dann offen. Bist du bereit? Bist du bereit, deine eigene, unekstatische, unnötige Scheiße dir so sehr angucken zu müssen? Und auch dieses vor dem Hintergrund von Ekstase mehr Einsicht in Leiden überhaupt zu haben, in mir drin und den anderen. Und auch dieses, du kannst mich haben, aber du wirst weinen. Und wenn du nicht weinen willst, wenn du dir zu schade bist, dass dein Herz bricht, dann bleib weg, denn ich bin groß. Und ich war vor dir da. Und diese Last, diese Bürde von Ekstase-Einsicht finde ich immens wichtig. Ekstase ist keine Partydroge. Wer eine Partydroge will, muss eine Partydroge nehmen. Und in dem Sinne ist der Orgasmus der kleine Tigersohn,
der großen Tigermama-Ekstase. Und der darf größer werden. Und der wird größer werden, wenn wir gut zu ihm sind. So schön. Ja, mir geht es wieder so, dass es für mich so, zwei Stellen, wo du jetzt geredet hast, war mich so berührt. Das eine ist, wo du gesagt hast, dass dieses, wenn wir das Wort Orgasmus hören, dass wir einfach immer, also dass wir diese zwei Möglichkeiten haben praktisch, aber immer diesen einen Filter haben. Aber dieses entweder, ja genau, entweder du hast einen ähnlichen Orgasmus wie ich, so, oh, und ich fühle schon beim Sprechen, wie eng und kastig das ist, während ich spreche. Oder du hast einen anderen und dann fühle ich mich noch falscher, oder wenn wir, weißt du, so, und, oh, und wie unheimlich eng, hart und abgegrenzt das ist gegen alle, die nicht dasselbe erleben wie ich oder du oder, weißt du, diejenigen, die sich gerade über Orgasmus unterhalten und vielleicht eine Übereinstimmung haben. Ja. Das ist so ein Schmerz. Ich fühle da so ein, das ist so, das ist wie, da, ja, da kriege ich uns, da kriege ich das, was du vorhin gesagt hast, nochmal mehr in Worten kommen wir da nicht sehr weit, kommen wir da nicht weit. Im Gegenteil, die Worte trennen uns da. So. Wie waren wir? Nicht so weit. Irgendwie so, es ist sofort eine Wand da und unheimlich eng, genau. Ja. Ja, und ich fühle einfach, mich schmerzt es. Mich schmerzt dieses unheimlich Enge, sobald man sich diesen Themen nähert. Ja. Und ich mag auch sagen, für mich zum Beispiel ist das Wort Ekstase, also ich kann total mitgehen mit der Tigermama Ekstase und dem Tigerkind Orgasmus, und das kann größer werden. Und ich will mich tatsächlich über beide unterhalten oder mit anderen Menschen, verstehst du? Ich will auch über dieses Genitale, was natürlich nicht, verdammt nochmal, nicht das Einzige ist und wirklich nur ein sehr kleines Kind gegen den Dschungel irgendwie so, oder gegen das Tigerrudel oder ich weiß nicht, so, weißt du, es ist wirklich sehr klein. Aber ich will mich auch darüber unterhalten. Ja. Und das ist, ja, es tut mir gut, dass du mich kriegst an der Stelle. Diese Enge von den Worten, die es uns so schwer macht, miteinander zu sprechen. Ja. Ja. Und ich fühle das in dem darüber sprechen und das jetzt gerade, also einfach nur aussprechen, ja, das ist sau schwer darüber zu sprechen, auf eine Art und Weise, die irgendwie die Sache wenigstens berührt oder vielleicht sogar schwingen lässt im Raum. Und das auszusprechen, dass es sau schwer ist, tut schon wahnsinnig gut. Weißt du, weil es damit schon irgendwie, können wir uns schon mehr verständigen über das, worum es geht. Ja, ich habe jetzt gerade, während ich dir zuhöre und wie auch dieses, was ich am Anfang gesagt habe, das fällt, also die Energie dazwischen sozusagen, jetzt nicht deins, meins, whatever, sondern dieses dazwischen, was passiert da. Und da bekomme ich einen klareren Eindruck von dem, wie eine wertschätzende, eine niederkniende und jubelnd jauchzende Kultiviertheit, Kultur von Orgasmus und Ekstase aussehen kann oder passieren kann. Denn im Wesentlichen ist es ja gar nicht, wir müssen den Orgasmus herbei zwingen, denn der will ja immer wegbleiben. Böse, böse. Oder wir müssen die Ekstase herbei manipulieren. Wir müssen ja nur die Wege des Nicht-Orgasmus und die Wege der Nicht-Ekstase gründlich genug verlernen und loslassen. Es ist ja wirklich, wir sind ja so traumatisiert und aus dem Urvertrauen und aus dem Gefühl für Existenzberechtigung mit dem, wie wir sind, gefallen, dass wir wirklich glauben, wir müssen die Sterne am Himmel festhalten. Anstatt zu merken, die waren wirklich schon vor mir da, alles gut. Ekstase ist da.
Sie ist da. Und wir sind so misstrauisch, wir sind so sehr verhungert, dass wir wirklich glauben, wenn wir da nicht aufpassen, dass wir da bloß hinkommen, dann bleibt sie immer weiter weg. Dabei ist sie immer viel näher da, als wir sie verkraften können. Dadurch sind wir ja so ängstlich. Dadurch sind wir ja so geistig verschlossen. Und was ich sagen möchte damit ist, ich glaube, den Job, den wir tun können, in Worten, ist zu sagen, wie sehr, zum Beispiel, ganz konkret, wie oft können wir über Orgasmus reden, bevor irgendetwas im Feld anfängt zu schwingen, bei mir, bei dir, bei Zuhörerinnen, bei Zuhörern, bei wem auch immer, anfängt zu schwingen Richtung, das wird Stress. Denn sobald es Stress ist, zieht es das Nervensystem raus aus dem grundorgasmischen eigenen Design in den Zustand von, ich muss fliehen oder kämpfen und mich verteidigen. Und ein Nervensystem im Flucht- oder Kampfmodus oder im Kollaps- oder Freeze-Modus ist ein Nervensystem, was physiologisch keinen Zugang haben kann zu Orgasmus und Ekstase. Das heißt genau, ich will mich über genitale Orgasmen unterhalten. Und genau weil ich es möchte, genau weil ich es gerne zum ersten Mal in meinem Leben können möchte, ist der Weg nicht, mit meinen Worten mich da durchzupenetrieren, was eine sehr gewalttätige lineare Art von I want to get there, sondern stattdessen ist die Energie noch da. Und wenn die Energie sagt, oh, danke, dass du fragst, nein, ich bin in Flucht oder Kampf, dann zurück. Ja. Und dann Pause von dem Wort. Denn es geht nicht um das Wort oder Nichtwort, es geht um das Maß an Gewalt, das ich mir bereit bin anzutun, wenn ich dich zum Thema Orgasmus interviewe, damit du mich coacht oder andersrum. Und das tatsächlich, wie du sagst, ist eine immens schmerzhafte Unkultur, die ich kaum jemanden, ich erlebe niemanden, der frei davon ist und ich erlebe ehrlich gesagt niemanden, der darüber spricht. Menschen machen ihr Herz, ihre Psyche, ihre tiefsten Geheimnisse, ihre tiefsten Abgründe auf, damit man ihnen hilft in ihrem Sexleben. Und was passiert ist, sie werden mit der nächsten gewalttätigen, missverstandenen, unsexuellen Matrix penetriert und retraumatisiert. Von Leuten, die tatsächlich helfen wollen. Und die vielleicht auch tatsächlich hilfreiche Sextipps oder Vibratoren zur Hand haben. Das kann ja alles sein, aber in der Tiefe zerbricht meine Seele, denn es hat nicht mit mir über mich und meinen Orgasmus gesprochen und meine Genitalien, sondern wieder über irgendetwas, was im Feld hat. Es geht richtiger. Ja. Und das ist eine Retraumatisierung. Ja. Und da gibt es was, wo ich mich als Tigermama fühle, wo ich sage, lasst uns alle gemeinsam aufhören, uns gegenseitig und uns selber freiwillig in die Fresse zu schlagen, indem wir in einen gewalttätigen Diskurs einwilligen. Und solange der Diskurs gewalttätig ist, hat er, von wem auch immer er kreiert wurde und promotet wird, nichts verstanden von Orgasmus, nichts verstanden vom Potenzial von Genitalien und nichts verstanden von Ekstase. Nichts. Und da bin ich wie bei dem Punkt, wo ich mich jetzt so on fire fühle, Ekstase ist keine scheiß Partydroge. Sie nimmt dich und sie öffnet deine Augen. Und wenn du nicht in Flammen stehen willst, renn. Und da gibt es tatsächlich, du sagst Schmerz, ja, weinen, ja, leiden, ja. Und hinzugefügt, wütende Rage. Ich bin sehr wütend. Wie wir uns selber wehtun, um uns selber sexuell zu optimieren, ist ein globales, komplett ungekanntes sexuelles Entwicklungstrauma, auf das wir alle reinfallen. Oh, danke Sonja, danke. Ebenso. Sehr viel wahrhaftiger, realer, energetischer, ekstatisch, als wenn ich jetzt gesagt hätte, es hat ja auch so sein ganz wundervolles Blabla irgendwas. Ich will keinen Smalltalk mehr, wenn es um Sex geht. So sieht's aus. Und ich liebe deine Rage so, ich liebe sie so, die tut und die nicht, sondern Genau, ich meine, der Sex hat mich auf die Welt gebracht, nicht ich ihn. Und dann kann ich aber wieder vor diesem Wort Sex jetzt sagen, oh, wenn ich jetzt aber zu wütend bin, dann geht der irgendwie kaputt. Ich glaube, es ist der Letzte, den ich hier wirklich beeindrucken kann. Aber ich denke, lieber verbrenne ich alles, was nicht stimmt und dabei auch noch unsere falschen Bilder von Sex und von mir aus auch noch meinen Sex, anstatt zu viel stehen zu lassen von einer Welt aus Konzepten und Lügen, die Gewalt statt Ekstase weitergibt. Ja. Ja.
Genau. Das tut gut. Ja. Ja, und noch was, was mich vorhin so gekriegt hat, als du gesprochen hast vorhin, das erste Mal, das war die Stelle, wo du gesagt hast, dass du die Bürde von Ekstase wichtig findest, darüber zu reden, so habe ich dich verstanden. Oder? Also ich glaube, darüber reden hast du gar nicht dazu gesagt. Ich finde super, dass du drüber redest. Das hat mir gut getan. Also ich war ganz egoistisch erst mal bei diesem Speak on. Ja. Sag mal, hast du gerade Luft geholt? Entschuldigung, wolltest du was sagen? Nein, gar nicht. Okay, ist ein bisschen sauer. Okay, nein. Ja, ich habe da gerade drüber nachgedacht, über die Bürde der Ekstase. Ich sehe da so wie zwei Sachen ziemlich klar. Das eine ist, hey, wenn ich anders bin als andere, ist die Gefahr groß, dass ich aus der Herde fliege. Das ist irgendwie so das, was ich am schnellsten kriege und was auch nicht von schlecht, also was auch nicht klein ist. Das ist einfach auch lebensbedrohlich vom Gefühl her. Ja. Also man hat Probleme ohne Ekstase und man hat größere Probleme mit Ekstase. Ja. Ja. Irgendwie andere, aber irgendwie schon. Anders. Das letzte habe ich nicht verstanden, sag nochmal. So viel bessere Probleme? Nein, nur anders. Ja, genau. Wir brauchen Verzeihung, ich bin natürlich da. Ja, das Zweite, was ich kriege, ist, was in meinem Leben einfach was auch immer, durch meine Familie und mein System und meine Schule und so sehr, sehr lange, sehr viel und immer noch präsent ist, das ist das, ich sag jetzt mal, das Erziehungsding, Sonja, du darfst niemand anderen beschämen. Und das ist was, was mich unheimlich auch zurückhält, mit Lebensfreude rauszugehen, mit Ekstase, mit Begeisterung, mit Kraft, mit, weißt du, weil es dieses, oh, ich sollte ja andere nicht beschämen. Ja. Das ist riesig, das Ding. Ja. Also das ist so der zweite Schmerz, den ich kriege. Und der ist nah bei dem ersten, oder? Also wenn ich, genau, das ist auch wie, also es sind auch Schwestern, die sich gut kennen. Ja. Mhm. Weil wenn du, Sonja, jemanden beschämst, dann fliegst du auch aus der Herde, sozusagen. Ja. Also ja. Mindestens von denen, die gesagt haben, du solltest niemanden beschämen. Mhm. So. Ja, und dann... Und dann die dritte Bürde, die ich irgendwie nur so... Die dritte Bürde ist eigentlich keine Bürde. Die ist einfach ein anderes Dasein. Die ist so, das ist sich, ich weiß es nicht, jetzt kommt mir gerade das Wort, sich die Flügel aufspannen und losfliegen. Ja, das ist saugefährlich und angsteinflößend und es machen nicht viele und es ist, oder ja, Gott sei Dank machen es einige. Ich fühle mich auch nicht alleine irgendwie so. Ich habe Ilan und noch andere Menschen irgendwie so, die mit mir fliegen. Aber das ist auch was, also immer wieder, es ist ja nicht so, dass ich ständig in Ekstase bin, überhaupt nicht, weiß ich nicht. Aber immer wieder die Flügel aufspannen und losfliegen und loslassen, was ich schon weiß und eben Kontrolle abgeben und eben vorwärts gehen und tief atmen und mich trauen, was auch immer, das ist... Ja, das ist irgendwie eine völlig andere Bürde und das ist eigentlich keine Bürde, aber es ist halt was angsteinflößend ist oder was eine gute Angst. So. Ja. Genau, aber irgendwie so wollte ich diese zwei Sachen, so die Nachteile von Ekstase, sowas. Ja. Oder, verstehst du? Ja. Die Risiken. Die Risiken, genau. Die Risiken von Ekstase. Ja. Und auch sofort, also ich bin so froh, dass wir es wie auch so ein bisschen so eine Bibliothek aus Gesprächen und Sprachversuchen mit diesen Themen wie auch sammeln können oder eben auch eine,
eine Kultur in den Worten damit einladen oder mit dir flirten können, weil an jeder einzelnen dieser Stelle oder Ängste oder Bürden öffnen sich natürlich ganze Räume für so viel, wo wir, glaube ich, auch heutzutage sehr viel wiederum ganz nüchtern wissen über, was ist denn so gefährlich daran, aus der Herde zu fliegen. Und letzten Endes sind wir auch gar nicht designed für ein gutes Leben, irgendeine Herde verlassen zu müssen, die wir gar nicht verlassen wollen. Das Problem ist ja gar nicht, dass wir Herdentiere sind. Das Problem ist ja die Verfassung der Herde. Also wir müssen quasi etwas tun, wofür wir biologisch überhaupt nicht gedacht sind, nämlich uns zwischen Freiheitserleben und Bindung zu entscheiden. Das müssen wir als Menschen heutzutage, aber alle, beziehungsweise fast alle, können sich verbinden damit. Also entweder bin ich frei und ich breite meine Flügel aus und ich darf alles, aber dann scheiße ich drauf, wie es dir damit geht. Oder ich scheiße nicht drauf. Und das heißt, dass ich auch ein kleines Leben lebe und am Ende des Tages aber meinen kleinen, enttäuschten Tod doch alleine sterbe. Und da gibt es diesen tiefen Schmerz zu dem oder in dem zu sehen, wofür sich die Mehrheit der Mehrheit entscheidet. Und dann berechtigt die Angst zu haben, werde ich auch einknicken. Denn wir haben die Highlights, wir haben die Durchbrüche, wir haben die Öffnungen. Wir haben die Herzöffnung, wir haben die Einsicht. Und sobald sich die Ekstase aufreißt, auf welchem Weg auch immer, während wir dabei sind, dass unser Kind geboren wird, auf welchem Weg auch immer, aber es gibt etwas, wo ein Teil in uns sagt, wenn ich das jetzt wirklich gesehen habe, was ich gesehen habe, über Potenzial von Leben als meinem Leben, dann habe ich ein Problem. Und das ist auf einer Ebene, dass Ekstase ohne dich vorzubereiten, ohne Vorspiel, nach vielleicht viel Vorspiel, Ekstase selber ohne Vorspiel setzt dich hinter den Point of No Return. Du wirst ihr folgen. Und dieses Fliegen von dieser Angst im Nervensystem oder dieser luftleere Raum, das ist ein bisschen, es ist auch wirklich, da wir Herdentiere sind, da wir kaum jemanden öffentlich erleben, der sagt, und wenn, dann in irgendwelchen Businessrollen, die wir dann glorifizieren oder in irgendwelchen Ausnahmeerscheinungen oder auf der Kinoleinwand. Wir nehmen es halt nicht ernst, dass wir das sind, die wir da im Außen abgebildet werden. Und dadurch erscheint es nicht möglich. Und eine immense Öffnung in mir war, Ekstase ist so viel leichter als Nicht-Ekstase. Orgasmus, wenn ich diesem Momentum erlaube, tatsächlich abzustreifen, welche Lagen aus Gewalt ich immer gedacht habe, mitkaufen zu müssen. Orgasmus ist so viel leichter als Nicht-Orgasmus. Orgasmus ist auf einer Ebene auch nicht das, was fabriziert wird, um dann am Ende oder zwischendurch oder nach einer Dreiviertelstunde in der weiblichen Sexualität auftaucht. Orgasmus ist wie die Gewobenheit der Energie in zum Beispiel den Genitalien. Und das da beginnt das Lauschen ohne tot zu schweigen, das Lauschen ohne draufzuhauen. Da ist es dieses, kann dieses Gewebe, oder wirklich dieses gewobene, dieses schimmernde Feld aus breit liegender Ekstase, darf das tanzen, weil es tanzt und darf das als Energie tanzen, bis es mein Bewusstsein hineingeschmolzen hat in meine Energie und dann sage ich, jetzt ist Orgasmus da, dann sage ich, jetzt ist Ekstase da, aber es ist nicht. Dann habe ich mich irgendwo hingewuchtet, wo ich eigentlich ja gar nicht hin wollte, weil ich ja so traumatisiert. Überhaupt nicht. Bei niemandem. Ich könnte sagen, und ich sage das mit dem aller tiefsten Respekt, weil ich voll bin von Einblick in mein Leiden, meine Hölle, mein Trauma, in die Tiefe von Trauma. Und trotzdem, unser Leiden ist ein Kulissentrick. Die wirkliche Challenge ist, so lebendig zu lauschen, dass wir damit klarkommen, wer wir eigentlich sind.